Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade 3. Es kam gerade frisch Paket 2 vom DLC raus. Neue Helden und fesselnde Kämpfe? Aha, ich dachte, das wäre nur Kosmetik-Pack. Schauen wir mal, was hier gibt. Also neue Helden. Eine brandneue Heldin schließe ich dir an. Du kannst eine ganz neue Mission erleben und eine weitere Klasse erhalten. Okay, man muss die Mission spielen, um sie frei zu spielen. Okay. Kampfprüfungen. Spezielle Prüfungen erwarten dich, in denen du gegen mächtige Feinde antrittst. Bist du siegreich? Gibt es besondere Belohnungen, wie zum Beispiel Badekleidung für Noah und Co. Die muss man sich auch erspielen. Nervig. Okay, gut, machen wir das. Schutzpatronen der Noppon und Kampfprüfung. Angenommen. Angenommen. Okay, man kriegt einfach zwei Missionen. Okay. Okay. Steht hier schon fest, wann das kommt? Nein, aber auch eine neue Heldin. Neue Kampfprüfungsregeln. Okay, also wahrscheinlich nochmal so ein ähnliches Ding. Ja, würde ich sagen, machen wir das jetzt, ne? Missionen. Schutzpatronen der Noppon. Ist die, ne? Oder? Level 9. Stufe 19 braucht man nur. Was habe ich eigentlich noch alles? Crazy. Und ne, das habe ich ja alles schon. Da, Kampfprüfung, ne? Auf aktiv setzen. Auch nur Stufe 20, okay. Vorne ist also ne, Sekunde, ich gehe hier wieder. Gebietsliste? Schlecht. Ich muss erstmal wieder reinkommen mit der ganzen Steuerung und so. Vornes. Übersicht. Nein. Kampfprüfungen. Perfekt, da will ich hin. Aber Level 20, das sollte echt kein Problem sein. Also auch wenn ich raus bin, aber ich bin Level 75 oder so. Max Level ist, glaube ich, 80 oder 90 gewesen. Das sollte ich ja wohl hinbekommen. Wenn das schnell geht, könnte ich auch nochmal so. Oh, was hast du? Überspringen? Okay. Ey, das ist ja richtig schwierig, jetzt wieder in die Steuerung reinzukommen. What, a spark? A light. Riku also never seen before. But hey, let me see as well. No, wait. Okay. Ich meine, Stufe 20, das kann echt nicht schwierig sein. Vorne ist ja Startgebiet. Klar, die wollen natürlich, dass du das DLC, vor allen Dingen, wenn es um nur Kleidung und so geht, früh bekommst. Aber die sind nicht blöd, ne? DLC verkauft, indem sie Sex Sales machen. Finde ich gut. Welcome, wer ist das? Noppon. I've been anticipating fateful day when friends would visit this space. Womit denn sonst? It's a Noppon. Neue Waffen? But when is Noppon not merely Noppon? When through endless training in many times. Oder eine neue Klasse? Obwohl, neue Klasse ist ja ein neuer Held, ne? Obwohl, nee. Weiß man nicht. Immerhin haben wir neue Cutscenes, Bailey. Hast du die Cutscenes Will vermisst? In this place, friends can fight to heart's content in very special trials that Archsage set. What do you mean? Are you saying you want to test us? Ja, ich auch. Also 40 Minuten ist Minimum. We haven't missed a day of training this whole time. What great news! Archsage eager to see result of it. If can bring grin to face,
Kann natürlich sein, dass das jetzt hier so ein Schrein ist, wo man dann verschiedene Stärken auswählen kann. Und ich die höchste Stärke wahrscheinlich nicht schaffe. Aber da kann ich die Kleinen schon mal benutzen, um wieder reinzukommen. Then please allow Archsage to issue suitably grandiose pronouncement. It's time for challenge battles to commence. Wir sind enttäuscht, Beli. In einer seltsamen Paralleldimension hat der Erzweise dich zur Prüfung herausgefordert. Stelle dich ihn, um verschiedene Schätze zu gewinnen. 5 Silber, Noppermünzen, das ist gut. Über Kampfprüfung. Okay, das hören wir durch. In der Stätte der Tapferen kannst du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem du dich einer Vielzahl an Prüfungen stellst, die der Noppern erzweise vorbereitet hat. Um verfügbare Prüfungen zu sehen, sprich den Erzweisen an, beachte, dass für manche Prüfungen spezielle Regeln gelten, bereite dich gut vor und versuche dein Glück. In Prüfungen trittst du gegen mächtige Gegner an, besiege alle, um zu gewinnen, ist eine Gruppe kampfunfähig, verlierst du. Versuche möglichst schnell zu siegen, genau. Es gibt 3 Unterschiede zwischen Kampfprüfung und normalen Kämpfen. Erstens, die Tagezeit ändert sich nicht. Zweitens, es ist kein Autokampf möglich. Drittens, der Sofort-Tod-Effekt wirkt nicht. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig gilt außerdem folgendes, die Stärkung um Siegbarkeit hat keinen Effekt. Für bestandene Prüfungen gehört zum Noppernkristall. Die Menge hängt ab von dem erreichten Rang, dem Schwierigkeitsgrad sowie bestimmten besonderen Bedingungen. Ferner kann es vorkommen, dass bis zu 5 Prüfungen gleichzeitig zu Bonusprüfungen herausgerufen werden, die dir mehr Noppernkristalle als üblich verleihen. Zu guter Letzt erreichst du einen bestimmten Rang zum ersten Mal in einer Prüfung, erhältst du dafür besondere Items als einmalige Belohnung. Das ist gut. Und ich wette, die... Boah, ich kann den ganzen Namen schon nicht mehr. Wie heißt hier nochmal? Die Juni-Bikini-Mode, die ich natürlich haben möchte, die kriegt man als allerschwersten. Noah-Strand-Mode. Mio-Strand-Mode. Juni-Strand-Mode. Abfahrt. Okay, ich glaube, wenn man es einfach als das erste Mal abschließt, kriegt man das allgemein oder höchste Stufe muss man erreichen? Habe ich es gerade nicht genau gesehen. Oh Mann, das wird schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Knöpfe und so, wie das alles war. Scheiße. Ich hätte erstmal üben sollen. Wie wechsle ich nochmal? Das war scheiße. Wie wechsle ich nochmal den Spieler? Da. Okay, ich habe schon mal richtigen Scheiß hier am Anfang gemacht. Aber die sind nur Level 20 und ich bin... Wie mache ich die beenden? Scheiße. Da. Auf der muss ich. Und man kann die auch irgendwie anvisieren, oder nicht? Ah ja, kann man. Sorry, die erste Runde wird wahrscheinlich richtig scheiße. Ah ja. Doch, Fusionstechnik, ich erinnere mich. Welle 2. Ah, mit R2 machen wir Fusion. Steht auch da. Okay, ich komme wieder rein. Wo ist... Auf welchen Gegner gehe ich eigentlich gerade? Auf den? Wie viele Wellen gibt's? Letzte Welle. Ich weiß nicht, ob Angriffskette so Sinn macht. Aber wir kriegen ja keinen Schaden. Aber ich bin auch nur Stufe 20, sehe ich gerade.
weiß nicht, was war denn die Zeitvorgabe? Kampfprüfung abgeschlossen. Okay, ich bin, man ist selber auch nur Stufe 20. Neuer Rekord, S. Juli Strandmode. Gegner mit Angriffskette besiegen. Ah, das gibt auch nochmal Punkte. 1100 Noppon-Kristalle. Das war gar nicht so schlecht. Ohne Kampfunfähigkeit, Gegner als Ouroboros besiegt, Gegner mit Angriffskette besiegt. Okay. Was kann ich jetzt mit den 1100? Schau mal. Drücke im Hauptmenü Plus, um ein Menü zu öffnen, in dem du Gruppeninformationen speichern, laden und benennen überprüfen kannst. Drücke, um die aktuelle Gruppeninformation zu speichern und A, um eine zurückgespeicherte Information zu laden. Ah, das ist natürlich gut. Das ist gut. Förderkampfgespeicherte Information mit ZR benennen. Geil. Ja, Kampfprüfung ist wichtig für diese Saison richtig gut zu haben. Ja. Ja, das ist gut. Endlich! So, jetzt diese 1100 Noppon-Kristalle. Was kann ich damit machen? Ach, guck mal, das ist normal. Aber wo ist der Unterschied? Die Zeit? Okay. Ich verstehe nicht. Ah, man kann das. Na klar, man kriegt mehr Noppon, die Noppon-Kristalle. Die Frage ist, was mache ich mit den Noppon-Kristallen? Was mache ich da? Roter Dienerpon, rotes Helferlein. Die Noppon-Kristalle, die du den Kampf erhältst, kannst du bei einer Zen-Erzweisen gegen allerlei Belohnungen eintauschen. Und gegen seltene Item. Die Noppon-Kristalle kennen. Ah! Jetzt bin ich gespannt. Hier kriegt man Items. Man braucht 2000. Ich habe 1100. Okay. Okay, hier kriegt man Items. Nicht so nichts Spannendes, um ehrlich zu sein. Erhöht Heilkraft. Okay. Habe ich alles halt auch schon, ne? Ist jetzt nicht so. Ja. Okay, hier kann ich Sachen kaufen. Bei dem anderen wird es spannend. Der ist spannend. Nötige. Rote Noppon-Kristalle, der ist, um Klassenerbe-Punkte zu erhalten. Okay, ich mache nochmal eine Mission, weil das will ich ausprobieren, was das bringt. Ich mache noch eine Mission. Machen wir noch die für Mio. Mio-Strandmode. Abfahrt. Okay. Ich muss gerade selber erst überlegen, wie nochmal meine Taktik hier war. Ein bisschen kann ich noch, aber ich glaube, ich gehe vorher raus, ne? Genau, ich gehe jetzt wieder raus. Raus, beenden! Und dann möchte ich gerne rüber zu... Wie komme ich nochmal rüber? Wie kann ich nochmal wechseln? Ah, so, ne? Noah, zack. Oh Gott, das ist so schwierig.
Oha. Daud. Zack. Okay, das war easy. 1820 S. Wie viel kriege ich? Mio Strandmode, das ist schon mal sehr gut. Ich brauche 900. Scheiße. Okay, egal. Mach ich noch eins. Mio machen wir noch die von... Ich kann mal allgemein gucken, was es noch so gibt. Vielleicht gibt es ja nicht nur Strandmode, sondern auch anderes Zeug. Noah Strandmode, Tayot, Lance, Senna. Ach, es gibt verschiedene Strandmode. Da machen wir nochmal Juni. Nochmal Juni. Abfahrt. Okay, jetzt sind wir Stufe 60 angekommen. Macht aber keinen großen Unterschied für mich. Ich bin auch Level 60, dann ist das eh wurscht. Es wäre schön, eine Anzeige zu haben, wie viele Wellen man machen muss. Wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo. Ich bin wahrscheinlich viel zu stark. Mit dem Unendlichkeits... Also mit der krassen Waffe hier. Welle 2. Ich überlege, ob ich Angriffskette machen soll, aber es kostet halt so viel Zeit. Alter, das sieht so viel Schaden. Das macht da übel viel Schaden. Alter, ich bin fast tot. Nein, das war falsch. Soll ich aber trotzdem, glaube ich, schaffen. Weiß ich, wie schade das war. Ah, ist okay. Alter, die hat ja... Die... krass. Die kann ja gefühlt unendlich lang im Dingsmus-Modus bleiben. Letzte Welle. Vielleicht würde jetzt eine Angriffskette Sinn machen. Gut, Nunga Beli. Ich hoffe, die Zeit bleibt hier stehen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Alter, ich bin völlig überfordert. Wie war das denn nochmal? Supersturm, ne? Also mit ihm auf jeden Fall erstmal das hier, weil das hat übel Schaden. Dann würde ich einmal ihn raushauen zur Heilung, glaube ich. Und dann nochmal Juni. Ich bin so raus, ne? Ich glaube, ich habe meinen Held auch gar nicht dabei. Alter, das war guter Schaden. Reaktivierung, alle drei, sehr gut.
Grenzsprenger. Okay. Ich mach nochmal den hier. Oh Gott, bitte nicht noch den Bonus. Scheiße. Alter, das ist aber auch übel Schaden. Das war halt echt eine scheiß Angriffskette. Oh, nur einfach tot. Schon 4,5 Minuten, ich weiß nicht, wer was die Zeitvorgabe war. Aber es gefühlt sich gut. Hätte die Angriffskette nicht mit. Komm, unter 5 Minuten. Unter 5 Minuten. Es. Ah, okay, perfekt. 1000. Easy. Okay, dann jetzt. Ich will jetzt einmal das Ding ausprobieren. Dann machen wir noch die Heldenprüfung. Da bin ich jetzt gespannt. Ja. Tausch abgeschlossen, es steht riesige Ehre, Freunde zu bedienen. Neue Klasse. What? What? Ich bin mir nicht mehr sicher, wer welche Klasse spielt, leider. Ich glaube, er spielt den sogar, ne? Ne, den hat er ja schon auf 15. Er spielt den. Die hat den jetzt frei. Ist das auf S? Details bitte. Ah. Okay, dann nicht. Er hat den auf S. Okay, es gibt halt einfach immer wieder Klassenpunkte. Alter, da werden wir aber in der nächsten Folge mal reinsuchen. Da werde ich aber eine extra Folge für machen. Das ist ja mal übel nice. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Heldenmission. Damit wir einen neuen Helden haben. Hier, Schutzpatronen der Noppon. Vorne ist, okay. Ich kann von hier aus nicht in die Karte, muss ich erstmal wieder raus, okay. Wenn du zur Stelle einfach reisen möchtest, dann nähere dich einfach dem Portal am See. Okay, immer wieder zum See. Man kann dann nicht per Karte hin. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ist das so? Alter, damit kann man endlich die Klassen. Ihr wisst nicht, was das für eine Pain war, die Klassen hochzuleveln. Da muss man eine Million Kämpfe gefühlt machen, damit man die Klasse hochleveln kann. Haben sie selber gecheckt, dass das so krass ist. Also nicht, um die Klasse an sich hochzuleveln, das geht klar, sondern um die Klasse überhaupt freizuspielen. Das war das Problem. Das hat ultra lang gedauert immer. Ach, wir können die Strandmodi hier anziehen. Kleidung. Nicht bei ihm. Hier. Mio. Hey. Strandmode. Das ist einmal die Strandmode von Mio. Die nehme ich mal. Die A. Und hier haben wir B und A. Das für Juni. Und Mode A. Aha. Und B. Sieht sehr ähnlich aus, ne?
Gefühlt nur eine andere Farbe, einmal weiß und einmal blau. Ja, Abfahrt. Habe ich für noch irgendjemanden? Nee, ne? Ja, okay, geil. Hihi, cool. Das gucken wir uns natürlich auch an, ne? Okay, soll da irgendwas vertont sein und das ist falsch? Wie ihre Ohren hochgingen. Ich kann mir vorstellen, dass die Klasse auch krass ist. Wie sie mir direkt draufgehen, wie die Wilden. Okay, Level 19, das ist natürlich ein bisschen... Okay, ich glaube, das wird nicht so schwierig. Heiliger Bimbom. Wie witzig die einfach im Bikini da rumstehen. Heropon. Also wenn das jetzt schon die Heldenmission war, bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, da kommt noch was. Your outfit looks quite unusual. Which side are you affiliated with? Jo, soll die Stimme sein, ja. What is the meaning of a... Let's try a different tack. Are those Nopon from before? You're judging by their manner of speech. I would surmise that they were already... Affirmatory! All Nopon who live wild and free! And with good reason, Ino gained double name by fight for universal Nopon love and peace! Wie die geguckt hat. So what you're saying is, the reason you helped those Nopon from earlier is because you see yourself as their champion. Correct. We're sooth indeed. That is why Ino must restore self to previous strength so Ino can accomplish. What's the matter? Ino was just on Virg. Ino came here in search of high ether. Well, it. You're going to search this? This area is teeming with data. Meh? Huh? No! It's completely unprecedented! Friends. Glamour of Ino utterly. I'm already over Ashtick. Komm mal, Neil. Das Beli. Allmählich geht sie mir auf den Nerven. Und zu viel genommen. Die hat aber immer noch keine Schnelllauffunktion. Und sie aufschreibt, was sie will. Stimmt, klingt ein bisschen wie Minnie Maus, hast du eigentlich recht, wenn ich so drüber nachdenke.
Wie sie einfach im Bikini rumlaufen, ich find's so witzig. We'll have to take care of the monsters around here. Well, Eno? Eno was created! Right on! Oh, Level 20, das wird schwierig. Similar to a regular ether channel, but I suppose we could harvest the energy rather this height, maybe. Want me? No! Cease and desist! What's wrong, Eno? Cannot harvest height ether with baseline cylinder? I could easily overflow capacity and cause vessel to rupture. Whoa, are you serious? Close call. What? You're not actually in a hurry to get your wings. Lance, I beg of you. Occupational sick. Is there something else we could use then? Just the ticket. Can use this for to harvest high ether safely. Can use this here HD Ether Cylinder Plus. Incidentally, HD stand for handy dandy. Okay, man muss denen echt sagen, die können gut Gespräche, also was schreiben, ne? Handy dandy hält definitiv. HD Plus. I guess it does suggest some improvement on the classic ether cylinder. Indeed, and its simplicity belies a high degree of efficacy bestowed by the... Okay, komm, reicht das. Well then, no time like present! Huh? It's very rare chance for opportunity! Eno, do not mind letting... It's definitely not going to explode, is it? Everything fine! HD Ether Cylinder Plus come with Eno-approved seal... Also, ich würde da nicht vertrauen, der Irren. Wie ein Kratzen an der Tafel? Ach, übertreib doch nicht so. Wenn du eine gewisse Menge Ether in Ether aus Ethersphären einsammelst, erhältst du einen gefüllten Ether in der HD+. Eine Ethersphäre kannst du dich jedoch nur bedienen, wenn zuvor alle Gegner in der Nähe besiegt wurden. Die besiegten Gegner werden mit einem Symbol markiert. Wenn du alle Gegner erledigt hast, nähere dich der Ethersphäre und drücke A, um ihren Inhalt einzusammeln. Okay, ist das jetzt neu? Einsammeln. Das ist jetzt nochmal eine neue Währung oder wie oder was? Mindestens eine Kultursphäre wurde entdeckt. Wenn du den edlen Ether in der Ether-Sphäre einsammelst, erhältst du manchmal auch Hinweise über den Standort anderer Ether-Sphären, die du noch nicht geleert hast. Dann auf der Gebietskarte angezeigt. Dabei werden sowohl Ether-Sphären in bereits entdeckten Gebieten angezeigt, als auch Ether-Sphären, für die du beim Einsammeln von edlen Ether-Hinweisen erhalten hast. Gibt's in dem Spiel was Neues? Ellie and Anakin. Hui. Hallo, grüß dich. Ja, gibt Neues. Gibt neues Zeug. Ah, was kann ich jetzt mit diesem edlen Ether machen, wenn ich den was? Es gibt, schwierig zu erklären. Es gibt zwei neue Missionen, einmal die Heldenmission hier und eine andere Mission, wo du dann so verschiedene Kämpfe machen kannst, womit du Noppo-Kristalle und Bademode freischalten kannst. Und das war's eigentlich. Ist die nervige Stimme neu in dem Game? Ja, die ist neu. Wähle im Hauptmenü Charaktere Inofikation, um ein Menü aufzurufen, in dem du Etherzellen HD Plus einsetzen kannst, um Inos Fähigkeiten zu erweitern. Schutzpatronen noch und öffne X-Maus Hauptmenü. Ino stärken. Über Inofikation kann Ino gestärkt werden, wählst du erst Charaktere. Nur wechsel zu Ino und wähle Inofikationen. Inofikationen? Probieren wir sowas. Wählen Sie sich Doppelblitz zur Stärkung aus. Doppelblitz. Physischer Angriff, einzelnes Ziel.
Aufladung durch Autoangriffe, Technikansätze, na gut, okay. Abfahrt. Ich gemacht. Okay, ich glaube, die kann OP werden, kann das sein? Kann die komplett broken werden? Alter Schwede. Talent erlernen. Okay. Look, snippity snap and ta-da! Capabilities of Eno power up greatly. Die ist doch Teil des TLC, ja, ja, ist sie. That is pretty impressive. No, hold your ponios. That's impossible. This is all highly irregular. What in the world are you? Really? Then finally ask my question! Eno is creation of Nopon. Legendary Grandmaster Bonthusu. Final, bestest, and most strongest! Of all artificial blade! Huh? Wait, blade? You mean like our blades? The ones we fight with? Die Outfits in Juli kann ich gleich nochmal zeigen. You're saying you're an anthropomorphic blade. Is that it? So she's actually a human blade. Hmm. That's fishy. Real fishy. Hmm. Pandusu say self, and he giga renowned crafts genius. Eno created for purpose of bring about peace and harmony for all Nopon throughout world. Eno artificial blade. Well, in truth, he also say Eno must not get involved in affairs of humans. Ah, although Eno have no intention of hurting friends, would not wish Dinsius toast up on. Of course. Huh? I mean, I still don't really understand it, this artificial blade business. Still, one thing's abundantly clear. Earlier, well before we ever turned up, you were protecting the Nopon caravan. You fought for them, and you did it all by yourself. That takes real courage. Seeing that convinced me. I believe what you said, Eno. Oh, neu? Ah, nee, Doppelklinge, die gibt's ja schon. Oder ist es neu? Oh, wow. Ich... Nice get up. Now Eno understand. What? Friend Noah, you're destined driver of Eno. Your driver? And same weapon too. This proof cannot be mistaken. Wait, wait, slow down. Can you explain what you? Eno more than happy to. That human person who fight the side of Eno. Immer diese Cliffhanger. Bestigste und wahrigste. Okay, let's all take a deep breath. It's actually... Actually, if Eno would ask to call... Therefore, Eno would love nothing more than to be permitted to... Noah, if you're gonna say something, you should probably say it now, or else the ship will sail. Well, yeah, but... You said you trusted her, didn't you? Seems like... Are we all fine with this?
driver of yours? Is that like a partner of sorts? That right! According to Grandmaster Fun, got it. Well, look, I'm not sure if I can be or, but if you'll have me, I'll be. Yeah, truly. I feel like I should say, just for the record, our objective is not. Huh? Come to think of it, we never did introduce ourselves. We might not have. Also, Julis Bikini gefällt mir. Billy, wie stehst du da so zu? Right. Then I guess maybe we should. Abgeschlossen. Schutzpatrone der Noppon. Die künstliche Klinge Ino hat sich dir angeschlossen. Sammle auch weiteren edlen Äther, damit sie immer stärker wird. 10 SP. Das ist gut. Noppon-Hüter. Okay, die ist blau. Die kann ich nicht auf Dingsbums spielen. Muss dringend noch wichtige Sache erzählen. Weiteres Upgrade. Was können wir frei? Eintüten und ihr noch stärker machen. Noppon-Technologie. Ich kann mit Zellerversorgung dazu beauftragen. Rico hat schon alle Flügel voll zu tun mit Juwelenpflege und Klingenwartung. Kann nicht auch noch Zylindergedöns einschieben. Den fühle ich. Der von der Braunhaarigen ist nice, das ist Juni. Aha, noch eine weitere Mission. Die machen wir auch noch. Die machen wir auch noch. Hast du eine Ether, wäre gelehrt, verschwindet diese. Nach einer gewissen Zeit erscheint sie aber am selben Ort erneut, wenn auch mit weniger Inhalt als beim ersten Mal. Oh, gut zu wissen. Nachdem du Stralolos und dann Kiki Snowpon-Karawane gerettet hast, findest du sie beim Number-Lager in Fornes. Dort kannst du Ether 10 AD Plus verbessern. Dann bist du in der Lage, mehr Ether in Ether aus der Ether-Sphäre rauszuholen. Das ist gut, das brauche ich. Number-Lager, da gehen wir direkt mal hin. Ach ja, man kriegt ja... Ups, Vollschaden, hab ich ganz vergessen. Hallo, Tatja. Tatja, passt auf. Okay, das würde ich jetzt... glaube ich mal überspringen. Wir haben ja gesagt mal Stralolos Probierset. Dass wir nicht vertonte Sachen überspringen. So, Totoma. Stralolos Probierset. Überreichen. Wurde erfolgreich verbessert. Klasse, ist ja schön, dass alles geklappt hat. Aber Thema ist noch nicht abgefrühstückt. Okay. Okay, dann gucken wir mal, was wir brauchen, um ihn noch weiter zu verstärken. Materialien suchen ist nämlich auch Pain hier in dem Game. Okay. Gucken wir mal. Helixrohr habe ich zweimal. Warnlampe, Dauerflosse. Oh, guck mal, ich habe viel. Ich würde das hier nehmen erstmal, weil davon habe ich am meisten. Zack, abgeschlossen.
Immer das nehmen, wovon man am meisten hat. Android-Rädchen. 4% nur. Abfahrt. Now, what was it we needed? 32%, okay, das lohnt sich. Noch irgendwas für 4. Es gab 3, ernsthaft? Frech. Ah ja, ja, Ellie, sage ich dir gleich. Ich zeig gleich nochmal, wie man die... Ist schon perfektioniert. Okay, perfekt. Dann wisst ihr genau, was ihr braucht. Okay, chillig. Das haben wir... Dann haben wir den Zylinder fertig. Und jetzt gehen wir... wollte ich sowieso einmal gucken. Ne, erstmal müssen... Also erstmal... Sekunde. Wir müssen hier erstmal... Klasse ist immer noch die, ne? Ich will aber... Ich will den haben. Den... Das machen wir gleich. Gut, gut, gut. Und die haben wir jetzt mit dabei. Die... Müssen wir wechseln. Weil die will ich nicht. Ich will... sie haben. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz gucken. Hier gibt es nämlich, meine ich, schon noch also einen edlen Äther. Den habe ich. Und da ist noch einer. Ich würde sagen, den hole ich noch eben und dann zeige ich dir, wo man die Juni-Sachen bekommt. Hier nämlich ist nämlich das Portal, da muss er auch hin. Ja, also, nochmal für alle, ihr müsst nach vorne und dann zu Neues Seelager. Gehen wir eben hin. Ich hole eben den Äther. Und dann gibt es so ein Portal. Und da müssen wir rein. Händlerpon. Ätherzylinder. Ach, habe ich ja voll viele. Ich habe 80. Brauche ich ja gar nicht. Ich dachte gerade schon, okay, das wäre jetzt irgendwie sinnvoll, aber nee, ist es nicht. Hier ist das Portal, da muss ich gleich rein. Ich hole eben den edlen Äther noch. Der da vorne ist. Oh, welches Level hat er? 46. Hm. So, wie viel ziehe ich jetzt daraus mit Version 5? 4? Okay, aber kann immer direkt zum nächsten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal in der nächsten Folge. Wir sind jetzt noch bei 48 Minuten. Ich würde sagen, ja, also wir haben jetzt alles vom DLC gesehen. In der nächsten Folge werde ich jetzt im Portal ein bisschen die Mission machen. Und danach diese edlen Äther-Dinger sammeln. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, ob es vielleicht doch noch mehr im DLC gibt, Welle 2, gerne Kanal abonnieren und ein Like und ein Video dalassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.